Hallo meine lieben Herzen, herzlich willkommen auf meinem Kanal Sonnenherz Tarot. Ich freue mich, euch alle recht herzlich begrüßen zu dürfen. Welcome back für die, die wieder einschalten zum Liebesorakel für den Monat April 2022. Was erwartet dich für dein Sternzeichen Löwe, Aszendent Löwe oder Mondzeichen Löwe, wenn du eines dieser drei Dinge in deinem Chart hast? Dann kannst du dir diese Legung hier anschauen. Wenn du hier zum allerersten Mal auf meinem Kanal gelandet bist, dann herzlich willkommen, meine liebe Seele. Hallöchen, ich begrüße dich. Ich bin eine intuitive Kartenlegerin. Ich lege hier mit Tarot und Orakelkarten. Wenn dir Tarot-Legungen noch nicht sagen, wenn du noch nicht mit dem Tarot allgemein vertraut bist, dann bitte ich dich kurz in der Infobox nachzulesen. Da stehen alle wichtigen Details dazu drin. Wenn dir aber Tarot-Kartenlegungen hier schon vertraut sind, dann relax dich, entspann dich. Gleich geht's los und Hallöchen für meine lieben Männerherzen. Herzlich willkommen. Ihr wisst Bescheid, ihr müsst einfach die Geschlechterrolle umtauschen. Und für meine lieben Crosswatchers, Hallöchen, herzlich willkommen auch an euch. Ich freue mich. Ihr wisst auch Bescheid, ihr müsst gucken, ob das für dein Gegenüber hier resoniert oder ob da das Aszendent oder Mondzeichen hier besser resoniert. Und meine ganz lieben Herzen an alle, meine lieben Löwenherzen, ich bedanke mich von ganzem Herzen. Vielen herzlichen Dank für eure Unterstützung, fürs Abonnieren, Liken, Teilen, Kommentieren. Ja, vielen herzlichen Dank für alle Löwenherzen, die seit Tag 1 mit mir viben und mich seit Anfang an hier unterstützen. Dankeschön. Wir fangen an. Für meine lieben Löwenherzen, Monat April in der Liebe. Was sollten meine lieben Löwenherzen jetzt über ihr Liebesleben wissen? Für meine lieben Löwenherzen, was sollten sie über ihr Liebesleben wissen? Was sollten meine lieben Löwenherzen jetzt über ihr Liebesleben wissen? Was sollten meine lieben... Oh. Erste Karte ist der Turm. Ja, das ist deine Energie. Oh je, 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 je. Meine lieben Löwenherzen, was sollten sie jetzt über ihr Liebesleben wissen? Es gibt hier ein Aus, ja? Du machst gerade hier eine frische Trennung durch. Etwas, was ist hier zusammengekracht. Dir geht es gerade nicht so gut, meine lieben Löwenherzen. Es ist einfach, ja, Feuer ausgebrochen in deinem Haus. Du musstest dieses Haus verlassen, ja? Jemine. Es ist gerade, als ob deine ganze Welt zusammenbricht für dich, mein lieber Löwe. Was sollten meine lieben Löwenherzen jetzt über ihr Liebesleben wissen? Für meine lieben Löwenherzen. Turm. Tod. Ja? Der Tod ist auch hier. Ihr habt zwei große Arcana-Karten. Als erstes das gerade, was da hier in deinem Liebesleben passiert. Ist sehr tragisch, ist sehr heftig. Sehr heftige Energie, die hier reinkommt für euch, meine lieben Löwenherzen. Sehr schmerzhaft, ja. Vergiss aber nicht, dass eigentlich dieser Schmerz, der hier durchkommt und diese, sag ich mal, was hier passiert ist, hier wirklich eine riesen Transformation mit sich bringt. Es hat einen Grund, warum es hier passiert ist. Und versuch nicht lange in diesem Schmerz zu stehen, sondern versuch in die Heilung zu kommen, ja? Für meine lieben Löwenherzen, Monat April in der Liebe. Was sollten meine lieben Löwenherzen jetzt über ihr Liebesleben wissen? Für meine lieben Löwen, drei der Schwerter, die Hohe Priesterin. Also, Skorpion kommt durch, Wassermann, Waage, Zwilling. Und Fische kommt hier stark durch, ja? Und hier hinten haben wir den Ritter der Kelche. Der Ritter der Kelche, der dich hier zurückgelassen hat, kommt hier wieder zurück. Interessant. Ja, also wahrscheinlich ist das Ganze hier nicht ganz vorbei. Es wird hier jemand wieder auf dich zurückkommen. Muss aber nicht sein, was ich gerade sehe. Du hast starken Liebeskummer. Ja, drei der Schwerter. Dein Herz wurde so stark verletzt mit drei Schwertern. Ja, drei Schwerter gehen hier durch dein Herz. Es fühlt sich an, als ob dein Herz hier gebrochen ist für dich. Ja, und es ist sehr dunkel. Ich habe so das Gefühl, dass es wie für dich ist es gerade wie deine dunkelste Stunde.
Ja, für dich ist es einfach, du siehst gerade nur schwarz, du siehst kein Licht, du siehst gerade keine Hoffnung, dir geht es nicht gut, ja. Die Hohepriesterin ist da, was sehr, sehr schön ist. Also du befindest dich nicht in der Heilung, noch nicht. Die Heilung kommt, aber was ich hier so aufnehme, ist, du bist gerade einfach sehr stark in diesem Liebeskummer, in diesem Schmerz, in dieser Verletzung. Es blutet gerade, dein Herz blutet aktuell, ja. Und die Hohepriesterin ist hier und deine Intuition versucht dir hier etwas mitzuteilen. Deine Intuition versucht dir hier Licht ins Dunkeln zu bringen. Öffne dich für deine Intuition. Wir gehen über in die Klärung. Klärung, die Hohepriesterin. Was sollten meine lieben Löwenherzen jetzt wissen, die Hohepriesterin? Klärung, Hohepriesterin, bitte eine Karte. Eine Karte für die Hohepriesterin Klärung. Für meine lieben Löwenherzen, die Hohepriesterin Klärung bitte. Für meine lieben Herzen, die Hohepriesterin Klärung bitte, die Hohepriesterin. Das war ein dicker Stapel. Wir nehmen die Karte, die sich umgedreht hat. Noch eine Karte bitte für die Hohepriesterin. Okay. Wir nehmen die Karte 9 der Schwerter hier. Ja? Wassermann, Waage, Zwilling. Ich habe das Gefühl, ja, die Dame hier auf dem Bild weint. Ja? Ist im Bett. Du willst am liebsten gar nicht aufstehen. Deine Welt ist gerade sehr, sehr düster. Sehr, sehr schwarz. Du hast sehr negative Gedanken. Du hast sehr starken Liebeskummer. Negative Emotionen fühlst du. Den Schmerz, den Kummer. Die Einsamkeit spürst du hier sehr, sehr stark. Und ich habe das Gefühl, ja, du hast auch sehr Panik. So eine depressive Verstimmung, okay? Das ist gerade, was du hier durchlebst. Du siehst keine Lebensfreude. Und die Hohepriesterin ist hier und möchte, und wahrscheinlich agiert sie hier über deine Träume, ja? Wenn ich das so hier im Bett sehe, deine Intuition kommuniziert hier über deine Träume mit dir, um dich auf etwas hier aufmerksam zu machen, um dich hier in eine Richtung zu lenken, um dich hier aus diesem ganzen Schmerz rauszulenken, ja? Dir geht's gar nicht gut momentan. Für meine lieben Löwenherzen Monat April. So, wir haben hier eine Kassette. Altmodisches Denken kommt hier durch und ich habe das Gefühl bei der Kassette, es geht hier, du denkst immer und immer und immer wieder an das, was passiert ist, ja? Immer und immer wieder spielt es sich hier in deinem Kopf ab. Dann haben wir hier die Libelle, glaube ich. Ja, es werden Dinge hier noch klar. Jetzt ist gerade alles dunkel, aber es wird hier noch Licht ins Dunkeln kommen. Ja, du kommst hier in die Heilung. Ja, mit dieser Libelle. Für meine lieben Löwenherzen. Monat April. Was sollten meine lieben Löwenherzen für den Monat April jetzt wissen? Wolltest du raus oder nicht? Für meine lieben Löwenherzen für den Monat April. Okay, da kam einiges raus. Dankeschön. Eifersucht. Ja, vielleicht war Eifersucht bei euch ein starkes Thema. Vielleicht war einer von euch sehr, sehr stark eifersüchtig. Ja? Und hier haben wir Orgasmus, ja. Ohne ihn fühlt sich dein Leben nicht mehr hier so voller Freude und Glück an, ja. Es ist so, als ob das Glück mit ihm gegangen ist. Ja, mit ihm ist dein Glück, deine Lebensfreude, du fühlst dich komplett leer. Du fühlst gerade keine Lebensfreude, siehst gerade keinen Sinn in deinem Leben. Solche Gedanken beschäftigst du dich gerade, wenn du gerade wirklich in so einer negativen Down-Spirale bist, bitte wende dich hier an Menschen, die für
die mit dir reden, die für dich da sind und gib dich mit Familie. Es ist ein Momentzustand und das ist nicht dein Leben, ja? Und nicht nur ein Mensch kann dir dieses Glücklichsein bringen, ja? Das Glück ist in dir. Dieses Gefühl von Glück steckt in dir, zu jeder Zeit abrufbereit, okay? Es ist nicht, wenn ein Mensch dein Leben verlässt, dass du nie wieder glücklich sein kannst. Dass du momentan nicht glücklich bist, verstehe ich. Für meine lieben Löwenherzen Monat April. Was sollten meine lieben Löwenherzen jetzt für den Monat April? Okay. Lass deinen Ex-Partner los. Die Zeit ist gekommen, deine Energie zu klären. Ja? Die Zeit ist gekommen, hier loszulassen. Gehen zu lassen, das Ganze. Das ist auch, was deine Intuition dir hier zeigen möchte. Deine Intuition möchte dich hier Richtung Heilung lenken und dass du das Ganze von einer anderen Perspektive hier betrachtest. Es wird Zeit, hier deinen Ex-Partner loszulassen. Für meine lieben Löwenherzen, Monat April, was sollten meine lieben Löwenherzen jetzt wissen? Für meine lieben Löwenherzen, Monat April. Wow. Ja, du bist sehr unglücklich, sehr, 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 sehr traurig, sehr, sehr unglücklich. Abschied zu nehmen fällt dir sehr, sehr schwer. Das loszulassen fällt dir sehr, 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 sehr schwer. Sehr schwer. Du hängst sehr an dieser Beziehung und du leidest sehr darunter. Für meine lieben Löwenherzen Monat April. Was sollten meine lieben Löwenherzen für den Monat April jetzt wissen? Sexuelle Chemie. Okay, interessant. Das kommt hier auch mit dem Orgasmus durch. Es fällt dir vielleicht auch für einige von euch, ist hier eine Message, es fällt sehr schwer, hier loszulassen, weil die sexuelle Chemie zwischen euch, die Anziehung, der Sex, das war fantastisch, bombastisch. Du hattest noch nie so einen großartigen Sex mit jemandem und deswegen fällt es dir hier verdammt schwer, diese Person loszulassen. Ja, weil du hier eine sehr starke sexuelle Verbindung hast. Noch eine Karte für meine lieben Löwenherzen. Für den Monat April. Für meine lieben Löwenherzen. Was sollten meine lieben Löwenherzen jetzt für den Monat April wissen? Für meine lieben Löwenherzen Monat April. Was sollten meine lieben Löwenherzen für den Monat April jetzt wissen? Ja, für meine lieben Löwenherzen, ich möchte hier noch eine Message durchkommen. Freunde, ja? Freunde kommt hier noch als Nachricht für dich durch, das hatte ich ja vorher gesagt. Verbringe Zeit mit deinen Freunden, lenk dich ein wenig ab, ja? Rede, wenn du niemanden hast, du brauchst jemanden, mit dem du über diese ganze Sache sprichst. Sei nicht alleine in diesem Kummer, wende dich an deine Freunde, frage nach Hilfe, ja? Das ist hier, was hier durchkommt, meine lieben Herzen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Kraft für den Monat April. Wenn du mit meiner Energy Vibes, darfst du mir gerne ein Abo da lassen, eine Gefällt-mir-Angabe oder auch gerne einen Kommentar hinterlassen. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute, meine lieben Löwenherzen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.